Moin, ihr Spackos, hier kommen die Witze des Tages. Heute Arztwitze. Was ist der Unterschied zwischen einem Internisten, einem Chirurgen, einem Pathologen und einem Gynäkologen? Nun, der Internist weiß alles, kann aber nichts. Der Chirurg kann alles, weiß aber nichts. Der Pathologe weiß alles, kann alles, kommt aber immer zu spät. Der Gynäkologe weiß nichts, kann nichts, sieht aber wenigstens gut aus. Kommt ein Mann verzweifelt zum Arzt und sagt: Herr Doktor, Sie haben mir doch dieses Röhrchen mit dem Stärkungsmittel gegeben. Ja, und? Fragt der Arzt. Ich krieg's nicht auf. Fragt der Patient: Wird die Operation denn sehr teuer, Herr Doktor? Sagt der Arzt: Machen Sie sich mal keine Sorgen. Da müssen sich Ihre Erben drum kümmern. Ein arbeitsloser Gynäkologe beginnt bei einem Maler anzuarbeiten. Nach dem ersten Arbeitstag fragt der Chef den Gesellen, wie sich denn der Neue angestellt hat. Tja, was soll ich sagen, antwortet der Geselle. Der ist irre, der Typ. Der hat durch den Briefkastenschlitz den ganzen Hausflur gestrichen. Was kann man einer nackten Krankenschwester noch vom Hals reißen? Den Stationsarzt. Und was ist der Unterschied zwischen einem Arzt und Gott? Gott weiß, dass er kein Arzt ist. Das war's für heute. Macht's gut. Bis morgen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr was.